So Leute, da sind wir bei den nächsten Game Modes und damit herzlich willkommen an die 5%, die diese Game Modes mögen. Danke, dass ihr die Videos schaut, danke, dass euch die Game Modes interessieren, dass euch die Videos dazu interessieren, die Erklärungen dazu interessieren. Und ja, ihr seid eine Minderheit auf meinem Kanal, aber eine tolle Minderheit. Gucken wir uns direkt mal an. Wir haben hier die Modern Horizons 2 Minigames. Die wurden mir vom lieben Max zugesendet. Peckle-Brüder, guter YouTube-Channel. Man muss mit dem Dialekt klarkommen. Aber wenn man das tut, ist das ein krasser Channel, wo krass viel geöffnet wird in der Season und echt auch nicht, da wird geklotzt, nicht gekleckert. Könnt ihr mal gerne unten schauen. In der Videobeschreibung ist der Channel verlinkt, wenn ihr irgendwie mehr Openings und Ähnliches sehen wollt. Bei den Jungs kriegt ihr das auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe Packelbrüder richtig ausgesprochen. Das ist so einer der wenigen Dialekte in Deutschland, die ich nicht sprechen kann. Aber verstehen. Wir haben Game Modes. Und zwar haben wir ein paar neue. Sie sind nicht alle neu. Keine Sorge, ich weiß das. Und wenn sowas wie der Winchester Draft aufkommt, werde ich die noch mit dem alten Winchester Draft ein bisschen vergleichen. Hierbei ist es so, dass diese Winchester Drafts genau das gleiche sind. Und wenn ihr wissen wollt, wie man das spielt, entweder macht ihr kurz eine Pausierung oder ihr schaut da oben die Strixhaven an. Weil in Strixhaven war der Winchester Draft schon mal drin. Und ja, gucken wir uns dann doch lieber die Nummer 2 an. Und zwar Foraging Squirrels. Man braucht 2 bis 4 Spieler, 2 Packs und 5 Minuten Zeit. Ziel des Spiels, ihr seid ein süßes Squirrelchen. Nicht so ein Affe, sondern ein süßes, süßes Eichhörnchen. Und ihr müsst Essen für den Winter sammeln. Leider Gottes sind eure Mitspieler auch Eichhörnchen und sammeln auch Essen für den Winter. Storytelling, ja, ähnlich wie die letzten Bücher. Man macht beide Packs auf, also beide Booster auf, nimmt alle Karten ohne Magic Bag raus. Dann nimmt man eine Art Karte und shuffelt sie mit dem Rest der Karten zusammen. Das represented das Food, also das Essen. Ihr müsst die dann in einem 5x5 Grid auffächern, also 5x5 Karten. Dann wird ein Spieler ausgesucht, der zuerst beginnt. Der Spieler, der anfängt, beziehungsweise jeder Spieler, der danach dran ist, sucht sich eine Farbe aus. Auch farblos. Und dann nehmt ihr die Artkarte und movet sie entweder vertikal oder horizontal auf eurem Spielfeld. Und ihr überspringt leere Felder. Und dabei nehmt ihr jede Karte ein, die eben die Farbe besitzt, die ihr angesagt habt. Wenn ihr zum Beispiel grün sagt, dann sagt ihr horizontal, dann springt ihr horizontal über alle Felder hinweg und nehmt die grünen raus. Zumindest die, die ihr direkt trefft, also die, die in eurem Weg liegen, bis ihr halt was anderes trefft. Reminder, Länder sind farblos. Die Artkarte kann nur in eine Richtung, also entweder horizontal oder vertikal nehmen und auch nur in eine Richtung. Genau, und die Karte stoppt, wenn sie entweder am Ende eures Spielfelds ankommt oder eben eine Karte hittet, die nicht die Farbe ist, die ihr ausgesucht habt. Danach nehmt ihr die letzte Karte, die ihr eingesammelt habt und setzt die Artkarte dahin. Ab dem Moment ist euer Zug dann vorbei und der nächste Spieler sucht sich aus. Was ihr dann auch machen könnt nach der ersten Runde, also sobald der erste Spieler seine Runde vorbei hat, ist es so, dass ihr diggen könnt, also graben könnt. Das heißt, ihr könnt die Artkarte nehmen und an eine Position ansetzen, die leer ist. Wie gut das ist, kann ich euch nicht sagen. Ich finde es jetzt persönlich gar nicht mal so geil, ehrlich gesagt, weil ich fände es ja viel lustiger, wenn man ab dieser Situation dann weiter collecten. Das wäre halt cool, aber ja, es ist. Ansonsten hängt man halt einmal am Grid-Ende irgendwann und geht dann nur noch in eine Richtung und ja, und hilft wahrscheinlich dem Ende des Spiels, aber ja, müsste ich mal testen, ob man es auch ohne das Graben spielen kann. Danach geht es darum, wenn das Spiel vorbei ist. Das Spiel ist vorbei, wenn keine Karten mehr in einer horizontalen oder vertikalen Lage zu der Artkarte sind. Jede Karte, die collected wurden, gibt einen Punkt und derjenige, der die Achievement bekommt, kriegt nochmal einen Punkt. Die Achievements sind die meisten Foils, vermutlich 2, die meisten Rares und Mythics, ja, Set Booster wissen wir nicht, die meisten unterschiedlichen Farben, also ich glaube 6 Stück aktuell, und die meisten Karten mit einem Eichhörnchen-Artwork. Danach wird ausgerechnet, wer die meisten Punkte hat und dieser Spieler hat gewonnen. Sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Dann haben wir das nächste Spiel, Mishra's Manufactory. Und zwar übernehmen wir die Rolle von einem Mishra's Assembly Worker
Und wir wollen die beste Invention auch von dem Mischmasch an Teilen, die wir halt bekommen, bauen. Auch hier Strategically Collect Cards based on their color to win. Also geht es hier auch wieder mal um Farben. Man braucht 2-4 Spieler, 2-4 Packs und 10 Minuten Zeit. Okay. Jeder Spieler macht einen Booster auf, nimmt alle Karten ohne Magic-Rücken raus und mischt diese dann zusammen. Okay. Dann werden die ersten 4 Karten aufgesteckt und zwar in einer Reihe über den Tisch verteilt. Das ist praktisch der bzw. das Fließband. Und dann ist es so, dass ihr halt von diesem Deck weggeht. Umso näher man am Deck dran ist, dann ist man eben back of the line, also der hintere Teil. Und die beiden vorderen Teile sind eben die Front. Dann sucht man aus random, wer anfängt. An dem Zug des Spielers, der dran ist, nimmt er sich eine Karte aus eben diesem Fließband. Und er kann von den ersten beiden Karten wählen, also den vorderen beiden Karten. Oder er wählt von den hinteren beiden Karten. Wenn er bei den hinteren beiden Karten wählt, muss er aber eine Karte, die er vorher schon eingesammelt hat, abwerfen. Und danach wird natürlich das Fließband wieder zugerückt und hinten wird eine Karte vom Deck aufgedeckt und hinten an das Ding angelegt. Jeder Spieler muss seine Karten aufgedeckt vor sich herlegen und eben nach Farben sortieren und dann geht es reihum. Farblos sind ein bisschen wild anscheinend, sie zählen als jede Farbe und farblos und Multicolor-Karten können eine von beiden Karten sein. Wenn man die Karten draftet, muss man dann natürlich sagen, okay, das ist jetzt eine blaue Karte oder das ist jetzt eine grüne Karte. Dann legt man sie eben auf diesen Stapel. Danach werden Punkte ausgewertet, wenn das Spiel eben vorbei ist. Und zwar ist es so, dass jeder Spieler, der in der Gruppe ist, die meisten Farben soliert bekommen haben, also wenn ihr die meisten blauen Karten habt, bekommt ihr eben 3 Punkte. Wenn ihr die meisten roten bekommen habt, bekommt ihr 3 Punkte und so weiter und so fort. Derjenige mit dem zweitgrößten Stapel kriegt dann eben nur 2 Punkte pro Farbe eben. Und wenn ein Tie ist, wird halt geschaut, wer die höchsten Mana-Kosten bekommen hat, was ganz cool ist, was wirklich ganz cool ist. Und wenn es immer noch ein Tie ist, dann werden die Punkte rounded up durch 2 geteilt. Also dann kriegt jeder 2 Punkte. Wow, bad. Und danach ist es so, dass sie für jede Farbe, die sie collected haben, eben Punkte bekommen. Wenn man 4 Farbgruppen hat, kriegt man 2 Punkte. Bei 5 Farbgruppen 4 Punkte. Und bei 6 Farbgruppen kriegt man nochmal 6 Punkte. Und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Sehr, 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 sehr cool. Vor allem, weil es halt so viele neue sind. Danke, Wizards. Danke dafür. Das ist nice. Und dann haben wir Ursas Blueprint. Nachdem wir Mishras haben, haben wir jetzt Ursas. Und zwar haben wir eine Blaupause für Ursas Powerplant, Ursas Turm und Ursas Mine bekommen. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir möglichst schnell die Artefakte der anderen Leute, also die anderen Artefässer finden und diese Gebäude wiederherstellen. Jawohl! Wir brauchen mindestens 2 Spieler oder mehr. Wir brauchen mindestens 2 oder mehr Packs und wir brauchen 10 Minuten. Jeder Spieler macht für sich selber einen Booster auf, nimmt alle Karten ohne Magic Card Back raus und mischt die restlichen Karten. Und dann kriegt, also alle Karten, und dann kriegt jeder Spieler 5 Karten. Das Spielprinzip kommt mir ein bisschen bekannt vor. Entweder könnt ihr vom Deck ziehen und müsst danach eine Karte abwerfen, oder ihr könnt eine abgeworfene Karte vom Gegner nehmen und diese aufnehmen und müsst danach dann eine Karte abwerfen. Es gab da mal so ein Kartenspiel. Das erinnert mich hier ganz stark daran. Und nachdem man abgeworfen hat, wenn ein Spieler danach noch alle Karten für eine der neuen Location hat, können diese Karten aufgedeckt werden. Es wird vermerkt, dass dieser Spieler diese Location gebaut haben. Da müssen sie alle Handkarten abwerfen und 5 neue Karten ziehen und das nächste kommt dann. Foils sind Wilds, sie können als jede Farbe Mana Value oder Kartentyp angeben, also sind halt praktisch Joker. Der Spieler, der als erstes alle 3 Locations gebaut hat, hat gewonnen. Die Locations baut man wie folgendes. Man braucht entweder 5 Karten mit different Karttyps, also Kreatur, Artefakt, Land, Verzauberung, Planeswalker etc. 5 Stück davon, 5 verschiedene. Dann hat man die Mine gebaut. Und man macht das Powerplant. Powerplant braucht einfach eine Karte von jeder Farbe. Also eine White, Blue, Black, Red oder Green Karte. Multicolor-Karten können eben in eine der beiden Versionen getauscht werden. Länder sind farblos. Und der Tower müssen 5 Karten mit unterschiedlichem Mana-Value sein. Auch sehr, sehr cool. Einfach nur um zu sehen, so ein bisschen, wie man normale Spiele hier mit einbringt. Weil dieses Spiel, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wisst, wie das Spiel heißt. Es wird bestimmt ganz, ganz schnell Leute finden. Aber schreibt es mal rein. Und jetzt kommt eine Sache, das hat mich verwirrt. Und zwar Totally Lost in Translation.
Translation. Erstens, macht Wizards sich über sich selber lustig, nachdem sie in letzter Zeit so viele schlechte Übersetzungen an den Tag legen? What the fuck? Zweitens ist das Spiel seltsam und man braucht einen W20. Die Amerikaner geben ja mit D20 an, aber wir sagen halt W20. Das hätte ich erwartet in dem Dungeons & Dragons Set. Aber okay. Wollen wir nämlich mal sein. Wir brauchen 2 bis 6 Spieler, wir brauchen 3 Packs und 15 Minuten Zeit. Das ist eine Menge. Und man spielt es wie folgt. Man arbeitet zusammen, um möglichst viele Punkte zu machen mit deinen Teammates. Und ja, danach wird eine Mystery Card gegessen. So was Ähnliches hatten wir schon mal, aber es ist doch anders. Es ist anders. 3 Booster werden aufgemacht. Alle Karten ohne einen Magic-Rücken werden entfernt. Danach werden die restlichen Karten zusammengemischt. Und ein Spieler ist der Interpreter. Also eben derjenige, der diese Karte sich dann anschauen darf. Die Karten werden auf einen Stapel gelegt und dieser Spieler ist dann der Interpreter, der eine Mystery-Karte zieht. Es hieß davor, glaube ich, Inspector. Okay, es hieß Secret Keeper und Detective. Danach wird ein W20 gewürfelt und so viele Clues werden gegeben. Das heißt zwischen einem und 20 Clues. Danach zieht der Interpreter, nachdem er diese Clues gegeben hat, 5 Karten vom Deck, mischt die zusammen und legt sie alle offen. Die anderen Spieler müssen dann zusammen raten, welche Karte die Mystery-Karte war, die beschrieben wurde. Wenn die correctly, also richtig raten, bekommen sie alle einen Punkt als ein Team. Danach werden die benutzten Karten weggetan und der Interpretor geht zum nächsten Spieler über. Der Punkt ist, wenn man kein Deck mehr hat, wird eben einfach der Ablagestapel als neues Deck benutzt und es wird wieder gemischt. Das Spiel endet nach 6 Runden. Gewinner ist derjenige, der nach 6 Runden insgesamt ein Teamranking von 4+ hat. Bedeutet, wenn ihr als Team insgesamt 4+ gemacht habt, seid ihr schon positiv. Also 4 von 6 Runden habt ihr gewonnen, das wird als positiv gemacht. Hier ist es so, dass 0 bis 1 Punkt, also ihr habt keine oder nur eine richtige Antwort gegeben, ist Common. 2 bis 3 Punkte Uncommon, 4 bis 5 Punkte Rare, 6 Punkte Mythic und eben 4+. Ist ein Winning Score. Das sind die Clues, die ihr haben könnt. Könnt mal kurz anhalten, wenn ihr wollt. Wir haben ja sowas wie Name a Mood, Name a Movie or TV Show, Name a Game, Name a Landmark, Draw a Shape in the Air, Perform a Puppet Show, oh Gott, Show an Emoji on your Phone, also irgendwas, was irgendwie mit dieser Karte related ist. Und eben danach wird geschaut, welchen man finden kann. Das sind die 5 Game Modes. 4 neue Game Modes, was sehr, sehr cool ist. Von Modern Horizons 2 sehr, sehr coole Game Modes. Ich freue mich drauf, die demnächst spielen zu können. Und ich kann euch dann über Instagram, Facebook, Twitter irgendwie Updates geben, wenn ihr wollt, wie das ist, wie das so war, wie die Spielmodi so waren. Und ein paar von euch haben mir auch gewünscht, dass ich da ein bisschen Gameplay zumache. Und das werde ich auch nochmal, steht auf der Agenda, aber es ist halt aktuell ein bisschen schwieriger als andere Sachen. Und dementsprechend steht das leider noch ziemlich weit hinten an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch diese Reihe gefällt, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, damit ich das sehe. Ich freue mich über jeden, der es schaut. Und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was die Game Modes machen und wie großartig sie einfach sind. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.